Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Terra Nil. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Die nächste alternative Version ist am Start. Diesmal geht's in die Polarebene und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Viel Spaß mit dem Video. Und da haben wir diesmal den verschmutzten Fjord. Da, oh, habe ich sogar letztes Mal nur drei Tiere bekommen. Also das ist wichtig. Die Klimaschwellenwerte haben wir letztes Mal erreicht. Es gilt jetzt eigentlich, die drei Viecher hier noch zu holen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich bin guter Dinge, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Errungenschaft will da hochploppen, aber doch, jetzt ist sie noch hochgegangen. Ja, Dankeschön, brauche ich nicht. Interessant. Okay, das ist jetzt aber auch mal interessant hier, wo wir jetzt gestartet sind. Also, wir könnten Elektrizität hier noch gar nicht holen. Das heißt, wir müssen erstmal mit den Gezeitenturbinen arbeiten, dass die uns ein bisschen Elektrizität bringen. Und dann müssen wir damit zumindest schon mal den Ozean ein bisschen säubern. So. Reicht natürlich noch nicht, um das Ödland auch von dem Schnee jetzt zu befreien. Vielleicht müssen wir da einfach auch wieder hier mit diesen Sachen arbeiten. Mit dem Verbrenner oder so, aber ist ja nicht zu verbrennen, ne? Ein feuchter, entzieht der Umgebung und der dort wachsende Vegetation Wasser. Okay, die Ziele haben wir letztes Mal eigentlich schon alle erreicht. Ist jetzt also gar nicht so wild, dass wir die schaffen. Wichtig wäre Schneefall, minus 5 Grad, aber schon mehr als 40% Dingens. Okay, also erstmal muss diese Toxizität logischerweise weg. Damit kriege ich ja noch nichts weg. Auch nicht. Nee, so ist mir noch nicht geholfen. Ich meine, ich brauche noch gar nicht so viel. Oh, hier komme ich ja gar nicht ran. Was ist das denn? Frech. Wasserpumpe, Verkalker. Auch noch nichts mit anfangen. Hier fokussiert das Sonnenlicht. Weiß nicht, ob das schon. Okay, das schmilzt auch ein bisschen was weg. Ach, guck mal hier, jetzt kann ich hier zumindest schon mal mit Wasser arbeiten, wenn ich hier an Elektrizität komme. Okay, also muss ich damit jetzt erstmal mein Gebiet ein bisschen freilegen. Es wird aber erstmal ein teurer Spaß, Leute. Aber wenn ich jetzt mit der Bewässerung anfange, kriege ich ja auch schon wieder ein paar Punkte zurück. Da können wir noch einen hinmachen. Strom. Oh mein Geld. Na egal, wir können auch ordentlich was bewässern hier, alles easy. Mit 90er siehst du wohl, 98. Ja, komm, setzen wir hin. Ich glaube, ich kümmere mich auch erstmal um die eine Seite hier. Einfach nur, damit wir notfalls nachher noch mal ein bisschen flexibel auf der anderen Seite arbeiten können.
Falls wir sie überhaupt benötigen, aber wir sind ja gerade mal bei 45%. Mit Schneefall muss ich auch aufpassen. Meinst, wenn der Schneefall beginnt, das wäre auch nicht so gut, ne? Oh. Ich meine, Schneefall beginnt, gibt mir auch keine Punkte. Theoretisch haben wir ja auch schon alle Sachen hier abgefrühstückt. Also es wäre eigentlich gar nicht so wichtig in dem Level. Obwohl ich halt eigentlich gerne alles so in einem Level jetzt mal wieder fertig haben würde, so wie wir es bei den anderen auch gemacht haben. So, Elektrizität wäre mal wieder angebracht. Wäre hier ein bisschen verkalken, leider. Ich weiß auch nicht, ob der Schnee, wenn der Schnee wieder fällt, in der Nähe von diesen Dingern dann liegen bleiben würde überhaupt. Müssen wir mal wahrscheinlich ausprobieren. Ja, mal hier erstmal Punkte sammeln. Okay. 60. Habe ich dann nur noch. Eigentlich erstmal so ein Ding bauen. Na, am ehesten hier oben, wenn. Oh. Ärgere mich ein bisschen, dass ich das Ding hier hingesetzt habe. Nur noch 10. Ich muss das erstmal machen. Ah, das Gebiet kann ich ja sogar auch schon machen. Ach, okay. Dann brauche ich da ja gar nicht so dringend den Entgifter gerade. Dann baller ich hier erstmal das Teil hin. Für mehr Punkte. Ich glaube, das Level muss ich nochmal neu starten. Okay, warte, ich starte das nochmal neu. Erstmal, als wir eine Region neu laden müssen. Ich starte jetzt, glaube ich, aber auch nur mit einem Wasserding erstmal. Obwohl die mir am Anfang natürlich auch... Ich meine, am Anfang, ganz ehrlich, wenn ich die Dinger hier hinsetze, bringen die ja auch ein bisschen was an Points. Ne? 26. Aber jetzt muss ich, glaube ich, dann loslegen, mit den Sachen hier zu arbeiten.
Rubine. Und dann hangeln wir uns auf jeden Fall erstmal so ein bisschen da lang. Ach, 90 nehmen wir. Ich starte mal hier drüben noch ein. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Hey, Maus. Na? Hey. Ein bisschen schwierig hier mit diesen Gräben zu planen, finde ich. So. Das ist ja schon mal auch ein guter Start. Da kommt, der bringt mir halt gar nichts. Der wird mir kein neues Ding bringen. Aber hier hinten jetzt nochmal einen hinsetzen, weiß ich nicht, ob sich das schon lohnt. So, jetzt kann ich hier aber... ...80er Basis. Mach mal so, dann kriege ich noch ein bisschen mehr Grün hier rein. Bei 99. Möglichst viel aufdecken. Level ist eigentlich eh mal gleich, theoretisch. Könnte man da ja auch seine Vorteile draus ziehen. 110. Ich glaube, ich kann hier aber noch so ein Teil hinpacken. Hat sich jetzt nicht gelohnt, wenn man die 50, die ich bezahlt habe, davon wieder wegzieht, ne? Dann können wir auch die 62 mitnehmen. Dann 80. Gut, hier würde ich auf jeden Fall eine reinsetzen. Der lohnt sich. Dann wird das auch erstmal begrünt. Ja, mache ich einfach mal. Eine war auch nicht schlecht hier, ne? Irgendwann eben hatte ich 120. Vor allem wichtig sind ja eigentlich die Prozentpunkte auch, dass wir die uns immer snibbeln. Hier wird sich vielleicht lohnen, noch einen so zu setzen. Das Flussbett kann ich übrigens auch noch nutzen. Darf ich auch nicht vergessen.
Rechts. Ja, 71% haben wir jetzt. Mich gerne noch ein bisschen weiter hier nach unten ausbreiten eigentlich, aber hier kann ich halt nirgends. Also das wird ja hier wahrscheinlich noch weiterlaufen. Ich bräuchte halt hier aber irgendwie Elektrizität, damit ich sehe, was da noch kommt. Könnte halt Steine hinsetzen, aber ich glaube, dann mache ich erstmal hier oben lieber. Dann 30. Lass nein mir keinen Fehler durchgehen, ey, in dem Level. Na gut, ich muss es hier mal probieren. Dass ich hier da hier denn. Weil das noch nicht begrünt ist, shit. Der war wasted, da ich ja noch zurückklicken können, ne? Okay, nice. Ich würde hier nochmal mit Steinen, glaube ich, arbeiten. Ich habe keine Elektrizität. Werde ich wohl nicht mit Stein arbeiten. Witzig nehmen wir. Sorry. So, 88%, Leute. Hier wird noch gut was gehen. Oh, 60. Da wäre ich bei 94%. Kriege ich hier noch einmal? Ja, geht sogar. Nur mal schauen, was hier oben noch so ist. Okay, ich glaube, wenn ich zwei von denen hier reinballer. Jetzt kriege ich zum ersten Mal die Meldung. Da waren wir vorhin ein bisschen schneller an dem Punkt. So, einmal hier 111. Und unten hier nochmal einen rein. Dann sollten wir es haben, oder? Ja. Uiuiui, okay. Gut, das haben wir. Jetzt gilt's wieder, diese Biome hier herzukriegen. Jetzt ist auch die Sache hier wieder. Wie machen wir denn das jetzt? Schneefall, dies, das. Von der Temperatur her. Wir müssten halt irgendwie ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit bekommen. 12%. Einmal. Ja gut, wenn ich hier Wasser reinbekomme, Sekunde.
15. Na gut. Immerhin, Moos auf Felsblöcken, Pilz in Wäldern passt. Schneefall. Muss noch mehr Toxizität weg. Okay. Es wäre natürlich geil, wenn ich hier hinten jetzt mal irgendwie weiterkommen würde. Sekunde, ich kann ja hier. Kann hier sowas machen. Kann ich hier zumindest das aufdecken. Nice. Ach so, mal. Ist wieder verkackt. Obwohl das mit dem Dingens knapp wird. Was würde ich denn freischalten, wenn ich. Oder 10 Grad. 80%. Die Luftfeuchtigkeit würde noch mal was bringen. Dass das hier halt nicht hinpasst, ist ärgerlich. Aber wenn ich jetzt noch mal Elektrizität dahin baller, hab da nicht so wirklich viel von, ist das Problem. Ich glaube, ich muss erstmal hier weitermachen mit dem Biom, Leute. Also er will mit dem Wald starten. Die Feuchtigkeit ist zu hoch. Ich kann gar nicht so ein Biodom bauen. Mit Algen starten. Bis 15. Alles wieder für Lustgeschäft. Hey Katanis, moin moin. Warte mal, kann ich. Lass mal kurz abchecken, ob ich das hier hinbewegen kann. Ey, kann ich jetzt hinnehmen und. Schade, ich dachte, ich kann ein paar Gebäude hin und her switchen. Aber warte mal, vielleicht kann ich das Teil hier hinbringen. Ja, das geht. Hey. Das kann ich leider nicht bewegen. Kann ich jetzt den von dort? Geht ja auch.
kostet ja 30, wenn ich das bewege, scheinbar. Ich habe 100. Okay, es ist immer noch günstiger als Neubauen. Vielleicht muss ich mit denen auch ein bisschen mehr arbeiten jetzt. Welches Ziel könnte ich denn jetzt am leichtesten kriegen? Na gut, wenn noch Toxizität weggehen würde, könnte der Schneefall beginnen. Ich weiß aber nicht, ob der mir bringt. Ob der mir irgendwas bringt. Hat mir ein paar Punkte gebracht. Moin. Mach die Toxizität nicht weg. Okay, das kommt leider nicht daran. Kann auch leider noch nichts abfackeln, dass ich irgendwie einen Wald an den Start bekommen könnte. Obwohl ich kann. Könnte ja hier die Feuchtigkeit wieder entziehen, aber das ist eigentlich auch blöd. Das will ich ja gar nicht. Dann könnte ich einen Brand starten. Wenn ich einen Brand starte, könnte ich wahrscheinlich halt zumindest immerhin hier einen Wald bauen. Der auch nicht so verkehrt wäre. Wenn ich hier in diesem großen Gebiet einen Waldbrand hinkriege, man müsste es ausprobieren, ne? Minus 8% aber. Mal schauen, vielleicht bringt mir das wenigstens ein bisschen was an Points. Oh, ich habe gar nicht mehr genug jetzt, um das zu machen, oder? Alles am Abfackeln, ey. Ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie... Geht gar nicht, oder? Ah. Das, wenn ich... Reichweite ist nicht groß genug. Schade. Hey, Balui, moin. Dankeschön für den Raid. Was geht? Was habt ihr Schönes gemacht? Ihr kommt gerade rechtzeitig, Alter. Ich bin gerade am... Ja. Verdammt, ey. Nicht jeder Samen kann zu einem Baum werden, Leute. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das zweite Mal jetzt schon, dass ich die Region neu starten muss. Wir spielen ein bisschen Terra Nil heute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es darum, ein Ödland wieder in ein funktionierendes Ökosystem zu verwandeln. Das ist so, das ist ein kleines Aufbau-Puzzle-Game, würde ich sagen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wir haben es schon durchgespielt. Jetzt machen wir gerade die schwierigeren Level und versuchen die auf 100%.
Hast du die Tage auch gespielt? Das ist echt cool, ne? Ich hatte die Demo mal irgendwann gespielt. Die hat schon echt Laune gemacht, muss ich sagen. Aber die Vollversion, die war schon geil. Ich fand sie ein bisschen kurz, irgendwie. Also irgendwie habe ich erwartet, dass sie länger ist. Keine Ahnung. Kann auch ein Mii-Problem natürlich sein. Aber hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht bisher, was ich so gesehen habe. Okay, ich versuche erstmal wieder möglichst viel Gebiet aufzudecken, Leute. Karte sieht sogar jetzt ein bisschen anders aus, ne? Scheint doch immer so ein bisschen zufallsgeneriert doch zu sein. Wie weit bist du schon mit dem Game? Ja, am Wochenende, ey, entspannter geht ja kaum. Aber das Level hier, das ist schon. Das nervt mich schon ein bisschen, ey. Hat mich schon gut an den Weichteilen gepackt, eben. Ich muss gleich auch ein bisschen erstmal wieder, glaube ich, Punkte sammeln, Leute. So, Baloo hat schon Feierabend, Leute. Seid ihr gegönnt, ne? Du hast auch erstmal nur so 3 Stündchen. Ja, ich hatte beim ersten Durchgang, habe ich einfach mal so gezockt, so. Noch nicht auf 100%. Ach so, ja, ich sollte. Stimmt. Und bei dem Run wollte ich jetzt dann mal auch alles auf 100% machen. Okay. Aber auch schon wieder irgendwie. Guck mal, dass ich das irgendwie ein bisschen an der Küste so hinkriege, dass ich nochmal wieder ein bisschen Points kriege dafür zumindest. Weil das ja auch die Toxizität aus dem Meer rausnimmt. Und dann pflanzen wir gleich ein paar Dinger. 8. Plus 24. Warum ist denn das jetzt genau da dran, ey? Ja, das Spiel ist wirklich echt cool gemacht. Du gehst gleich mal Chili-Milli in die Sauna. Nice, ey, gönn dir. Klingt auch nach einem guten Start ins Wochenende. Nach dem Stream erstmal schön Sauna. War schon ewig nicht mehr in der Sauna, muss ich ja sagen. So, Leute, komm, ich sollte mal ein bisschen Punkte einsammeln. Sonst, das Level gleich zum nächsten Mal verloren. Wäre nicht so cool. Das ist schon ein kleines, süßes Aufbaugame, muss ich sagen. So, einfach mal fürs Wochenende, glaube ich, wirklich das perfekte Game. Und 80. Könnt ihr auch mehr rausholen noch? Mag das Level nicht. Hier oben kann ich schon wieder keine Elektrizität hinkriegen. Also ich muss zwangsläufig jetzt hier wieder mit so einem Verkalker arbeiten. Das bedeutet wiederum, ich muss das Gebiet hier. Weil, wenn ich den Verkalker nutze, kriege ich sonst die Steine nicht. Crazy. Und dann bauen wir hier nochmal 2 hin. 200 Credits wieder nur noch, ey. Das wäre halt schon der Vorteil, Leute, wenn ich den Schneefall aktiviere. Dass ich durch den Schneefall auf jeden Fall natürlich nochmal ein paar. Ein paar Felder, glaube ich, dazu bekomme. Zumindest war es ja bei Regen immer so. Jetzt mal davon aus, dass es bei Schnee genauso sein würde, oder? Hier, das ist auch nervig. Hier muss ich auch hin.
dich aber auch schon wieder wahrscheinlich mit dem mit der Pumpe arbeiten, aber die kommt da ja noch nicht mal ran. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Lass erstmal hier unten die Sachen mitnehmen, die wir hier noch haben. Ja, das gibt doch richtig schön. 18. Ja, nehmen wir. Balui, haust du rein, ne? Mach dir einen schönen Tag noch, ey. Vielen Dank nochmal für den Raid. Bis bald. Ja, nochmal hier vorbeigucken, Leute, bei Balui. Der hat die bestimmt gespeichert. Was der so gemacht hat in seinem Spielstand. So, 87. Nehmen die jetzt erstmal mit, die bringen ja schon mal gute Punkte. Also hier habe ich noch gut was. Hier muss ich auf jeden Fall hin, Leute. Hm. Komm, wir nehmen das mal von der Seite einfach in Angriff. Dann können wir hier nämlich eine Stromquelle hinbauen. So, und dann habe ich ein schön großes Gebiet hier nochmal aufgedeckt. Ich finde es immer so interessant, wenn, wenn man bei anderen Leuten nochmal so sieht, wie die so alles gemacht haben. Das ist immer ganz geil, so wenn du anderen Leuten bei Anno mal zuschaust oder so. Spielt Balu eigentlich noch Anno? Hat er doch auch mit einem Kumpel gespielt immer, ne? Aber bei vielen Leuten ist die Anno-Zeit wieder vorbei. Ich meine, bei mir selber ja auch. Weil, ja, jetzt hat man eigentlich schon wieder alles mehr oder weniger gesehen, so. Und ich glaube, wir sind halt alle keine Rekordbauer, deswegen haben viele, glaube ich, für sich jetzt schon so entschieden, ja gut, das reicht dann erstmal wieder mit Anno. Schade natürlich immer, aber ganz gut nachvollziehen, habe ich ja auch genau so gemacht. So, guck mal hier, das ist doch mal geil. Jetzt kann ich hier noch mal richtig einen raushauen. 138, let's go. Brauche erst wieder 88%, ey. Hier oben vielleicht noch eins. Wieder die Sache, hier wird's gehen. Ich glaube, hier könnte sich so ein Ding vielleicht sogar auszahlen. Schwer einzuschätzen irgendwie. 117. Ja, bei 97%. Das heißt, eins muss ich auf jeden Fall noch bauen. Und das würde ich dann am ehesten, glaube ich, hier hinsetzen. 29. Ja, nehmen wir. Okay, 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 okay. Jetzt ist trotzdem wieder die Frage, ob ich mit dem Wald starten will. Diesmal for real. Temperatur müsste noch ein bisschen höher sein dafür. Obwohl, es ist ja schon eine gute Bedingung. Also es funktioniert, ich könnte es hinkriegen. Ja, komm. Lass es ausprobieren. Wo kann ich denn richtig dicken Wald zaubern? Wenn ich hier anzünde, wäre schon eine gute Fläche. Diesmal haben wir halt wirklich, das Flussbett ist schon diesmal wirklich sehr, sehr dicht, muss ich sagen. Aber hier müsste es gut funktionieren, wenn ich es hier mache. Dann fackelt das hier alles ab. Let's go. Dann hoffen wir, dass der Wald jetzt schöne Punkte gibt. Geh noch weiter runter. Kacke. Er hätte gern ein bisschen mehr sein dürfen. 64. 63.
Gut. Solange wir Gewinn gemacht haben, ist es in Ordnung. Trotzdem, ein bisschen mehr habe ich mir schon erhofft. Dann vielleicht hier unten jetzt. Da nochmal ein schönes Feuer, da kriege ich vielleicht sogar zwei große Waldstücke hin. Mal gucken. Ja, oben fackelt schön mit weg. Oh, 38. Minus 1. Jetzt. Das hier auch nicht begrünt ist, ne? Okay, plus 30. Nehmen wir mit. Ach, oh, ich hätte doch den anderen. Na, verkackt. Dann nehmen wir jetzt wohl die plus 38 hier mit. Kommen aber nicht so richtig voran, Leute. Noob at work. Also hier oben könnte ich schön Tundra machen. Dadurch, dass ich jetzt die Luftfeuchtigkeit gesenkt habe, ist das sogar ideal. Wären sogar schöne Punkte mal zur Abwechslung wieder. 90. Let's go. Dann wird Tundra erstmal bespielt. 77. 22. Ich glaube, das kriegen wir noch besser hin. So, Tundra haben wir jetzt sogar schon mehr als genug. Könnte ich jetzt nur für weitere Waldbrände quasi nochmal nutzen. Tundra sieht schon gut aus jetzt so. Algen. Für die Tangwälder. Okay, das ist die nächste Geschichte, die hier anliegt. Einfach nochmal ein drittes Mal neu starten. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber eigentlich ist es auch mal schön, dass wir jetzt ein Level haben, wo es komplizierter ist. Finde ich. Also ich könnte hier nochmal abfackeln. Ist aber nur ein sehr kleiner Wald, den ich dadurch kriegen würde. Ich würde eher hier drüben gerne nochmal machen. Dafür bräuchte ich aber hier oben zum Beispiel Tundra. An der Stelle kostet das jetzt natürlich erstmal leider. Wenn ich diesen blöden Schnee weggeschmolzen bekommen würde, das würde ja auch schon mal helfen, ne? Naja. Lohnt sich das, ist die Frage. Ah, Eisberge bilden sich. Toxizität ist runter. Fünf. Oh, guck mal, plus 4. So, wenn ich da jetzt Tundra reintrümmer, müsste die sich ja mit nach unten auch ausbauen. 108. So, wenn ich hier unten jetzt ein Feuer mache. Feu, feu. So, wo sind die Feu, feu-Fans, Leute? Dann sollte das ja hier zumindest nochmal ein bisschen Waldgebiet geben, dass ich das Wald. Dass ich den Wald auch auf 100% habe. Also, dass ich hier. Da auch fertig wäre. Eins. Ich habe es ja nicht für die Punkte gemacht, Leute, aber trotzdem. Ich hätte natürlich gerne Punkte mitgenommen. So, sehr schön. Okay, das heißt jetzt Tangwälder. Dafür muss ich natürlich jetzt hier nochmal das alles sauberer kriegen. Wie schaffe ich das denn? Ich habe ja eigentlich noch gar nichts. Ich habe nicht wirklich was, womit ich das machen könnte. Naja, gut, okay.
Auf jeden Fall die Monorail. In der Nähe der Küste. Heißt, hier muss ich noch mal so was machen, leider. So. Und dann baller ich das Algengewächshaus. Minus 6 ist. Scheiße. Plus 17. Sekunde mal, kann ich hier nicht noch mehr erschaffen? Wenn ich hier jetzt einfach noch mal ein bisschen mit diesem Kalkding. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen was. Neununddreißig. Was ist denn, wenn ich jetzt noch so ein Ding? Plus 60. Ja, hat sich nicht so wirklich gelohnt, wenn man überlegt. 39, 21 dazu bekommen und wir haben 75 dafür geopfert. Na gut. Trotzdem mal, dass ich, wenn ich das Zeug jetzt hier reinschmeiße, 21, 20, 34. Schon gut was gebracht, aber es ist teuer. Halt leider wirklich teuer. Das 36. Schon gerne das so hinkriegen, dass es möglichst wenig Verlust mehr einbringt. Sechs, 16. Man sieht es wahrscheinlich das Höchste, ne? Oh Mann, ey. Hier oben sind auch noch viele Steine. Sich die Monorail auch noch hinsetzen. Probieren. Zweiundzwanzig. Plus 4. Plus 6 ist wahrscheinlich das Beste, was ich hinkriege. Aber es reicht auch nicht fürs. Es reicht noch nicht für das Level. Oh Mann, ey. Das ist auf jeden Fall nochmal schön Steine. Pass auf, wenn ich die. 10. 27.
Problem ist halt, dass das hier leider nicht. Also ich könnte hier noch eins hinsetzen, Gebäude hier, aber das ist jetzt so viel. Dafür müsste ich erst hier wieder Steine dann auch noch hintrümmern. Gut, ich muss es eigentlich hier hinten irgendwo reinwerfen. Sonst lohnt sich's nicht. Kommt da gar nicht ran. Das letzte Eck hier, ey. 6. Reicht, glaube ich, um das Ding hier voll zu machen. Ich glaube, der Tangenwald, der passt zumindest. Gibt mir das jetzt Punkte? Nur 10. Lohnt sich die Boje? Du meinst die hier? Die Sache ist, die kommt halt nicht ans Festland ran, die hier. Und ich kann hier auch nicht raufbauen, glaube ich. Doch, oh. Hätte sich vielleicht dann sogar tatsächlich gelohnt. Nice, gut zu wissen. Ich wusste nicht, dass ich auf die Gletscher hier auch bauen kann. Ah, damit hätte ich natürlich noch mal ein bisschen mehr Punkte kriegen können. Na gut, egal. Flechten. 58%. Da muss auf jeden Fall noch was gehen. Das wird aber auch schwierig. Aber ich habe viel zu wenig Steine dafür. Wie ist denn mit dem Level los? Einfach neu starten. Ich meine, so richtig rosig sieht es halt nicht aus, ne? Kann auch mal ein paar Punkte hier snibbeln. Aber das reicht halt überhaupt nicht. Irgendwo muss es doch noch Steine geben. Okay, was ich probieren könnte, wäre, dass ich die Sachen mir jetzt hier alle hole. Sprich, ich brauche eine höhere Luftfeuchtigkeit. 13, 14. Kostet mich jetzt halt immer ein Fuffi, aber wenn ich die Ziele hier erreiche, dann bekomme ich ja auch ein bisschen was wieder. Ich glaube, die 13 sollte ich schon mitnehmen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was bekommen. Mehr als 50 bräuchte ich jetzt als nächstes. Solange ich Gewinn mache, ist ja alles gut, ey. Laura, moin, na? Honey, hallo. Willkommen im Stream. Okay. Was wäre das nächste? Schmetterlinge, wenn es ein bisschen wärmer werden würde. Schneeschmilz. Vielleicht ist Schneeschmilz auch nicht verkehrt.
7. Das Problem, was ich dann habe, ist halt, ich zerstöre mir jetzt dann wieder Sachen, die ich eigentlich brauche halt. Weil das ja noch nicht fertig abgeschlossen ist. Also Wald kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Die Wiese geht schon klar. So, jetzt schmilzt der Schnee, dann geht die Toxizität wenigstens runter. Und die Flächen werden frei. Das heißt, ich kann dann wieder was draufbauen. Wodurch ich hoffentlich wieder Punkte kriege. Das ist halt echt Leben am Limit, was wir hier machen, ey. Also. Es ist schon ein bisschen zu knapp, ja. Dürfte gerne ein bisschen weniger spannend sein. So, für die Flechten brauche ich halt mehr Steine. Das ist halt so nervig. Da sind Steine hier, hier, dort. Zeit sind Verlust, ne? Und ihr seht ja oben links, sieht man ja, wie viel dazukommen würde. Es wird sich halt nicht mal lohnen, ist das Problem. Ist halt das Nervige. Okay. Efeu brauche ich aber schon 15 Grad. Aber Schmetterlinge bräuchte ich eigentlich nur noch ein bisschen Temperatur hoch. Toxizität ist jetzt eigentlich auch nur noch im Meer, ne? Aber lohnt sich das jetzt hier zu machen? Muss ausprobieren. 27. Kriegen wir die Fische zumindest. Oh, wir könnten sogar. 5. Plus 15. Ey, solange es uns was bringt. Da steht auch plus 15. Minus 2. Minus 7. 2 kann ich riskieren. Minus 11 ist vielleicht ein bisschen heftig. Aber Toxizität ist auch nochmal deutlich runter. Scheiß Steine. Also ich muss eigentlich. Ich muss eigentlich hier Steine erschaffen. Und das ist halt echt arschteuer. Das ist aber, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die ich habe, dass ich schaffen kann. Drüben könnte ich auch noch ein paar Punkte sammeln. 14, wow. Ich meine, es sind Punkte, ne? Ah, wären auch noch ein paar Steine, aber nichts Großes halt. Also ich würde überlegen, hier noch eins hinzubauen. Ja, sogar plus. Und das umzuwandeln. Weil da noch schön Steine in der Nähe sind. Es reicht aber nicht. Bei weitem nicht. Es reicht halt überhaupt nicht. Weil wenn es wenigstens knapp wäre.
Lust mache ich jetzt sogar. Hey, wenn ich noch ein bisschen mehr Steine da rein bekomme. Das hier könnte noch ausreichend sein, oder? Ist das nah genug? 31. Ich den dann nehme und hier noch hinbaue. 47 und es ist, glaube ich, voll. Ey, 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 ey. Okay. Jetzt kriege ich die Tiere ja niemals angesiedelt mehr. Da muss man ja auch mal ein bisschen... Wohl, ah, das Recycling bringt mir natürlich jetzt auch wieder viele, viele Punkte ein. Welche Tiere fehlten mir jetzt letztes Mal? Dieser stoßzahntragende Wal schwimmt in kaltem Meereswasser und unter dem Eis. Sekunde, dafür brauche ich auf jeden Fall das Ding erst. Also, und unter dem Eis. Das könnte ja hier sein. Fehlt was. Eisschild, Ozean. Ist es zu warm? Ah, braucht mehr Eisschild. Ich glaube, das ist hier einfach noch zu warm, Leute. Dieses große Raubtier durchstreift sein verschneites Revier am Meer. In der Nähe der Beutequelle. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen kälter kriegen noch. Okay, ich glaube aber, dass wir erstmal das Ding hier bauen. Und dann fangen wir mit dem Recycling an, oder? Ah, diesmal muss ich wieder mit dieser blöden Monorail arbeiten. Ah ja, gut, okay. Jetzt kann ich nicht recyceln. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen was einsacken. Was bringt das doch? Oh Gott, ich glaube, ich habe nicht genug Geld, um das jetzt zu starten, oder wie? Ne, ich kann jetzt das hier nicht mehr starten, weil mir 7 fehlen. Oh. Krieg ich das Ding irgendwo rein, dass ich 7 Credits kriege? Null. Null sind nicht 7, 4. Sechsundzwanzig. 30, easy. Also jetzt müssen wir quasi hier ganz hinten anfangen. Plus 60. Das bringt jetzt ja wenigstens Geld, aber trotzdem. Bin ich mir noch nicht so sicher, ob das alles so gut funktioniert. Vor allem mit den Sachen in der Mitte.
Das ist halt ein 50er, ne? Ja gut, ich muss die Sachen ja recyceln. Bleibt mir leider nichts anderes übrig. Dann habe ich noch 26. Ja, dann kann ich die noch einmal genau abholen. Let's go. Das Level da. Wild. Kann man nicht anders sagen. Ich habe jetzt da nicht mal die Viecher hier angesiedelt. Habe ich das auch natürlich wieder dahin gebaut. Ich war Mensch. Wenn ich das hier alles sammle. Muss gleich auch nochmal wieder einsammeln. Sonst wäre es wieder problematisch mit den Points. Ach, da oben ist noch ein so ein Ding, ey. Okay, hier oben muss ich auch noch mal hin. Zack. Ich bekomme jetzt gerade wieder ein paar Credits rein. Vielleicht können wir ja sogar wirklich noch irgendwie das hinkriegen, dass wir die Tiere hier nochmal angesiedelt bekommen mit dem Eis. Zumindest die drei, die uns jetzt noch fehlen. Muss ja wohl mal drin sein. Ich muss das jetzt einmal leider so abbauen schon. Und das kann auch weg, glaube ich, ne? Müsste soweit passen. Wie gesagt, dieses Artenschutzding muss ich nochmal gleich mir holen. So, die Sachen oben sind soweit eingesammelt. Dann machen wir es so. Und hier muss ich die Bahn nochmal bauen. Das jetzt am besten. Das eine Ding wieder nicht mit. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder Credits, das heißt, ich kann noch mal ein bisschen Terraforming machen, notfalls, falls es hilft. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal wieder die Beobachtungsstation. Baue ich jetzt einfach auch direkt daneben. Und wir brauchen... Wir wollten Schneefall, ne? Das heißt, es muss eigentlich nur kälter werden. Kälter... Kriegen wir doch wohl hoffentlich. Ich brauche Elektrizität.
So, guck, da habe ich jetzt sogar noch ein bisschen Schnee. Ha! Geht doch! Leute! Jetzt wird die Toxizität auch nochmal sinken. Jetzt reicht das vielleicht schon aus für den Narwal, wer weiß. Nö. Temperatur müssen noch ein bisschen niedriger sein, scheinbar. Ist sogar. Aber in Reichweite Ozean. Ha! Narwal! Let's go! Okay, Pinguine. Na, noch ein bisschen mehr Ozean. Jetzt ein bisschen mehr Eis. Tada! Pinguine! Eisbären. Wasser passt. Verschneites Revier. Ah, okay, das ist eher Land. Ja, aber mehr Ozean auch. Mehr Schnee. Okay, aber die Beute passt nicht. Okay, ich dachte, die wollen vielleicht die Viecher jagen, auch wenn sie die nicht kennen. Also Schneeeule, Waldfelder und Tundrafelder. Die Eule könnte hier sein. Passt. Die brauchen Schneefelder und ebenfalls Tundra. Passt. Die brauchen Flechtenfelder. Auch. So, jetzt wollen die bitte die angreifen hier. Mehr Eis, aber es passt sonst, Leute. Mehr Schnee. Okay, warte, warte, warte. Vielleicht kriege ich euch nochmal woanders hin. Flechten und Schnee habe ich auch hier. Schon. Kannst noch mehr schneien, bitte? Wir müssen halt nur noch in Reichweite von Schnee sein. Komm schon, gönn doch Spiel. Kann ja selber noch ein bisschen Schnee herzaubern. Immer noch nicht, das gibt's. Weil da noch was ist, oder warum? Was ist denn? Wie viel habe ich? 2200, ja, okay. So, minus 10 Grad. Kälter wird's auch nicht mehr. Sind sie nicht mehr in Reichweite vom Ozean? Eisbären. Diese Eisbären wollen mich einfach nur trollen. Komm, jetzt friert's noch mehr. Und jetzt sind nicht mal genügend... Doch, jetzt ist wieder genügend Ozeanfelder. 6 Ozeanfelder. Aber mehr Schnee. Okay, warte mal, Ozeanfelder brauchst du gar nicht so viel, so. Ich weiß nicht, die wollen mich ärgern.
Ich könnte hier nochmal versuchen, die Viecher anzubauen, anzusiedeln. Ich hoffe, dass ich das alles nachher wieder eingesammelt bekomme. Ey, nochmal schön die Monorail aufbauen und alles kostet auch wieder nur Geld. Ja, Schneefelder. Oh mein Gott. Das gibt's ja nicht. Wir haben sie alle angesiedelt. War eine schwere Geburt, aber am Ende hat's geklappt. So, dann bauen wir jetzt noch einmal hier das Monorail-Netz auf. Und dann sammeln wir den ganzen Scheiß jetzt hier wieder ein. Und dann haben wir das Level endlich mal geschafft, ey. Brocinity, moinsen. Herzlich willkommen im Stream. Okay, das war eine schwere Geburt, aber am Ende kam der Eisbär noch raus. Das ist ja die Hauptsache, ne? So. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Eieiei. Okay, das war wild. Das war wild. Aber es ist geschafft. Den haben wir auch auf 100%. Versuche ich das letzte Level jetzt auf 100%? Ich kriege auch langsam Hunger, ist das Problem. Aber schau mal, wie schön es jetzt aussieht. Scheiß Level war das. Da habe ich meine Spielzeit, ja. Aber nee, ist schon auch ganz geil, dass es jetzt mal ein bisschen schwieriger gewesen ist, muss man sagen. Bisher hatten wir ja noch kein Level, wo wir einen zweiten Versuch gebraucht hätten. So, sind wir da auch auf 100% am Pol. Dann würde ich sagen, snibbeln wir jetzt hier auch noch die 100% in der Stadt. So, das war doch mal eine schwere Geburt, Leute. Bevor es dann in die Stadt geht, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich glaube, das Video war schon viel zu lang. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Falls es so ist, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.